Hallo zusammen, hier ist Regina und heute drehe ich mein The One and Only Februar Hole. Gestern hat mein Mann mir Unterhalt für Februar gezahlt und heute bin ich schon über 100 Euro ärmer geworden und irgendwie wusste ich nicht so genau, wofür ich das Geld ausgegeben habe. Deswegen habe ich gedacht, ich weiche jetzt ein bisschen vom Thema Borderline aus, zumal es ist für mich hoffentlich ein guter Warm-up sein könnte, um endlich mal das Video mit dem Titel Borderline Inside Out Lob der Disziplin zu drehen. Also irgendwie fehlt mir Disziplin in diesem Punkt total, deswegen habe ich gedacht, mache ich jetzt einen Mädchenscheiß und wahrscheinlich komme ich dadurch ein bisschen in Schwung. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass ich zumindest irgendetwas gepostet habe, was für mich Sinn macht und hoffentlich finde ich dabei auch heraus, wo eigentlich das Geld geblieben ist. So, womit fangen wir an? Also ich würde mal vorschlagen, ich nehme einfach die Sachen aus diesem Getümmel hier und eins nach dem anderen und sag was dazu, wenn die Zeit es mir erlaubt. Also zum ersten habe ich heute diesen Essence 24 Hours Hand Protection Balm gekauft, weil es wahnsinnig nach Banana Dark Chocolate riecht. Also es riecht, wie es versprochen würde, es ist halt so ein Bananasplit, das ist Wahnsinn. Also es ist, hat 2 € gekostet und ich finde, dass es auch die gute Cremes für ein Viertel dieses Preises gibt in dem Volumen, aber musste einfach sein. Also zum Anfang des Monats, wo das Geld noch halbwegs im Portemonnaie raschelt, das musste einfach mit, zumal es eine limitierte Auflage steht irgendwo da. However, glaubt's mir aufs Wort, gibt es mittlerweile nicht, längst nicht in allen Budni bzw. DM viele allen zu kaufen. Leider, leider, leider. Also nichts wie ran an das Zeug. So, als nächstes war so eine DM-Eigenmarke Balea Repair und Pflege Shampoo. Weiß der Kuckuck, ich habe so einen für braune Haare und ich finde es sehr angenehm, riechend und pflegend und waschend. Und okay, dieses ist ja nicht braun wie braunes Shampoo. Also beim braunen Shampoo hat es mich immer amüsiert, zu sehen, wie so ein dunkelbraunes Zeug aus der Dube rauskommt. Also ich fühlte mich wie ein Kind, was in Schlamm baden dürfte. Bei dem Shampoo ist es nicht der Fall, aber hoffentlich wäscht es und pflegt. Wie versprochen, es riecht angenehm und somit ja, wird hoffentlich einen Zweck erfüllen. Des Weiteren ist hier ein absoluter Must-Have für mein Make-up. Vorzufinden, kaufe ich zum 100.000. Mal. Es ist Soft Touch Mousse 04 Matte Ivory von Essence. Es ist einfach ein bombastisches Teil. Wenn ihr zum Beispiel als Borderliner mal dazu neigt, mit eurer Haut irgendwas anzustellen, was nicht jeder sofort sehen musste, das überdeckt alle Problemzonen ziemlich gut. Beziehungsweise bei mir sind das eh die Schrammen, die ich davon getragen habe. Wie auch immer, es ist einfach ein schönes Gefühl, so dass irgendetwas Schützendes auf einer Haut liegt. Also deswegen mag ich keine leichte BB-Creams oder Foundations auf Wasserbasis. Ich muss schon das Gefühl haben, dass irgendjemand oder irgendetwas mich sehr gut schützt. Ja, das war Item Number 3. Wir beschleunigen das Ganze. Hier sind 2 Pens von Pitou. Rich Lady ist es eine absolute Bombe, falls ihr mal rote Lippen mögt. In Russland ist es jetzt ein absoluter Schrei. Irgendwie ist ein absoluter Hype. Ich bin von alleine darauf gekommen, habe aber festgestellt, dass ich
irgendwie voll im Trend liege. Damit male ich mir einfach komplett die Lippen aus und dann sitzt das Zeug ziemlich gut. Und daraufhin mache ich von Pitou. Das ist jetzt Nummer 40. Das ist diese braune Wall Street-Geschichte, die ich mal trage, wenn ich vornehm aussehen möchte. Aber von Pitou gibt es die Nummer 080 und das ist eben einfach eine Bombe. Mit diesem Stift zusammen sind es einfach rote Lippen, die ziemlich lange halten. Also es verglichen mit anderem Zeug, auch von MAC, es ist sehr gute Wahl und absolut kostengünstig. Ja, wie gesagt, Wall Street 040 von Pitou habe ich gekauft. Demnach ein Stift für die Augenbrauen, was eine mittlere Tönung hat, ist mir jedoch doch zu dunkel erscheint. Beim nächsten Mal nehme ich einfach einen Blond. Es ist zum Kotzen, wie dunkel die Stifte ständig ausfallen und wie dunkel danach die Augenbrauen aussehen. Also ich mag so einen clownesken Stil an sich schon, aber eben nur, wenn ich das so haben möchte, nicht, wenn es einfach nicht anders geht, weil Stift zu dunkel geraten ist. In dem Sinne, naja, hat keine 2 € gekauft, deswegen Schwamm drüber. Ich würde es natürlich benutzen, aber jetzt bin nicht restlos davon begeistert. So, dann war noch ein Stift von Essence. Das ist ein Lip Liner für Nude oder Neutral Lips. Kann nichts dazu sagen. Also ich kenne mich mit den Lip Linern von Essence nicht aus. Ich habe gedacht, ich probiere es mal aus, weil ich eigentlich sehr an den Sachen hänge, die ich kenne. Und es ist einfach eine Art von Psychotherapie, irgendwas auszuprobieren, womit ich mich eben noch nicht so auskenne und was mit 99 Cent einigermaßen günstig erscheint. In anderen Bunifilale gab es sehr viele Schnäppchen. Ich habe eine letzte von diesen Essence Mascaras, bla bla bla, Stays No Matter What, 24 Hours, Waterproof, schieß mich tot für 95 Cent gekauft. Also nix wie ran. Beziehungsweise wahrscheinlich heißen bei euch Budnikowski DM. Da gibt es jetzt richtig, richtig viel Zeug von Essence. Gut reduziert, muss ich sagen. Es ist jetzt keine bombastische Mascara, aber die ist schwarz. Ich schaue mal, wie lange sie hält. Aber erster Eindruck ist plausibel für 95 Cent. Ist es absolut ein fairer Kauf gewesen. So, des Weiteren für jeweils 95 Cent gab es zwei Stay With Me, Lip Gloss. Irgendwie so eine komische Textur haben die Dinger, aber eigentlich angenehm. Also ich habe jetzt was Rotes auf den Lippen. Ich weiß nicht, wie lange es ist nicht knallrot, was ich liebe. Aber wie gesagt, für jeweils 95 Cent ist es eine feine Sache, um sich einfach wie ein Mädchen zu fühlen und so ein YouTube-Video für euch drehen zu können. Die Farben sind, ach, eine coole Namen hatten die Farben, aber wo diese Namen sind, weiß ich jetzt nicht mehr. Choose Me, Nummer 11. Und Kiss, Kiss, Kiss. 0,7. So, jetzt haben wir es. So, des Weiteren gab es bei Essence auch für 95 Cent Pure Skin Moisturizing Anti-Spot Make-up in 0,3 Nude. Relativ dunkel, aber dafür, wie gesagt, mega, mega günstig. Ist angenehmes Zeug. Ich kann schwer glauben, dass hier 30 Milliliter Platz finden können, aber ja. 95 Cent, was kann man sagen? So, die Zeit ist um. Es wird wohl Teil 2 geben. Da würde ich zwei, drei coole Sachen euch nochmal zeigen wollen. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute. Drückt mir den Daumen, dass ich endlich mal Lob der Disziplin fertigstellen möge. Hab euch alle ganz doll lieb. Haltet durch. Ciao.